Willkommen zum neuesten CSGO Matchmaking. Ich bin geflasht und ich habe wieder mein grünes Säckchen an. Und ich dachte mir, ich mache jetzt, wenn es klappt, mal wieder ein ungeschnittenes Video hier draus. Eine ungeschnittene Matchmaking-Folge, damit ihr die ganze Awesomeness seht. Fuck, auf mich auszuschießen. Wir sind im Warm-up. Ich ziehe mir die Äckel aus. Sonst sehe ich so lustig aus. Ihr lacht die ganze Zeit, anstatt aufzupassen und zu lernen. Mauspad noch zurechtdrücken. Vielleicht mal kurz sich versteckeln. Oh, hinter mir ist jemand. Alles klar. Muss ich ihn halt umlegen. Ist natürlich logisch. Hallo? Okay. Ist doch keiner da. Wartet mal. Das soll das noch hinlegen. Kennt ihr das, wenn ihr glaubt, ihr sitzt einfach falsch? Also, ihr könnt nicht gut spielen, weil irgendwas nicht stimmt, wie ihr sitzt. Ihr sitzt nicht aufrecht genug oder das Mauspad liegt nicht gescheit. Ich habe dann doch ein eher kleineres Mauspad und bei einem riesigen Mauspad, hallo Team, hi Gary, da ist es ja egal, wie es liegt, weil es ja riesig ist, aber bei mir ist es echt wichtig, sonst liegt es halt nicht da, wo ich gleich Action mache. Rutscht es weg. Was, can you take up? Den, what the fuck? Ich muss noch lauter machen, das ist zu leise. So. Klingt etwas nach, nach B. Aber auch nur minimal. Könnten auch Decoys sein. One stairs. T-stairs, ey. Hier ist Sandwich, ne? Oh! Double Nate! Aber ich habe noch den Headshot gemacht. Two on A. At least two. Gut, die callen schon mal ganz gut. Da haben sie mich echt brutal weggenadet. Schade, dass mein Team nicht mitgenadet hat. Wir hätten da vielleicht was machen können. Ja. Ich dachte mir, es muss mal wieder ein ungeschnittenes Matchmaking sein. Weil ihr ja immer, oder manchmal sagt, ihr wollt mal wieder eins sehen. Ihr wollt sehen, was ich so mache, ungeschnittenerweise. Und so weiter und so fort. Er ist da drüben, das ist der letzte. Okay, den kriegt er. Komm, hat er. Oh, shit, dude! Er hat das Diffuse Kit Purple, chill. Was, cool. Nice. Go. Ist er dumm? Jetzt easy geschafft, locker. Wisst ihr, deswegen, verliere ich meinen Rang von Spiel zu Spiel, wegen solchen Leuten. Das war doch jetzt wirklich unglaublich behindert, oder? Zum Glück ist das Team nicht am Ausrasten. Fucking Maus, okay. Was ist los? Das wäre doch jetzt ein Sieg gewesen, verfickt nochmal. Ey. Das macht mich immer wütender. Force und der eine, no sir. Jetzt forcen sie doch. Oh nein, Leute. Das gibt's nicht, was ich für ein Pech habe. Das ist unglaublich. Unverschissen glaublich. Egal. Eine Runde ist ja an sich nicht schlimm, aber die Psyche ist einfach schon angeknackst, beziehungsweise man kann sie anknacksen, wenn man bereits die erste Runde vernichtend oder knapp holt. Aber so ist es natürlich total behindert. Also der Kerl hat echt, Apartments. Palace, ey. Der Kerl hat uns jetzt schon reingerissen. Also möglicherweise vielleicht den. Ja, dass ich. Hab schon. Bombay. Was ist A now? What the fuck? Unside. Ace down. One under. Ach, one under. Fickt euch doch, Alter. What the fuck? Oh, das ist die mit dem Feuer. Damit mache ich jetzt natürlich einen Ace, ne? Ist klar. Creepy Bastard, schreibt einer. What the fuck? Ach, mich meint er. Creepy. Weißt du, ich bin halt ein bisschen am Nachdenken, mein Sohn. So, jetzt haben die anderen drei Vollidioten gekauft. Kein leichtes Spiel, aber eigenleistungstechnisch kann man dann natürlich trotzdem hochfahren, ganz klar. Was macht ihr? Fast Underpass? Macht ihr das mal? Ich weiß nicht, warum die Leute nicht einfach ganz normal durchekonen und können, bis wir dann endlich kaufen. Man merkt doch hier eindeutig, dass wir einfach aufgrund der Waffen so ein bisschen unterlegen sind und mit einem vollen Buy höchstwahrscheinlich besser dastehen. Aber es will wieder kein One Underground. Mit einer M4 wäre er tot gewesen. One low HP on short. Er hat doch auch irgendjemanden low angesagt auf Orbe mit, oder? Komm. Okay, one is still low HP on short. Alter. Warum habe ich nicht solches. Oh, habt ihr das gehört? Klick, klick. Die war leer. Die Pistol, die er aufgehoben hat. Das sind zwei Low-Spieler jetzt. Zwei Leute, die sehr, sehr low sind. Also wenn sie die dritte Runde holen, dann war das eine angenehme Halb-Eco. Ich glaube, die haben ein bisschen geforst, die Mates wieder. Ja, vor allem Déjà-vu, der nichts macht, der forst halt, ja. Naja. Alles perfekt.
Alter, wie der rumleckt. Was ist mit ihm los? Mit seiner Maus. Die sind, müssen beide low sein. Das, also, jetzt müssen alle low sein. Alle drei sind low. Minus 28, lächerlich. Es ist herrlich, mit so einem Team sowas zu erspielen. Aber wir schauen mal, vielleicht. Oh, Hazard. Lag das jetzt auch wieder an der Maus? Ich weiß ja nicht. Er rennt weg. Was für ein Dummbatz. Das sind drei low. Er verzieht sich. Wie kann man da so Bastard... Und dann ist es so jemand, der schlechteste, dieser Hazard, oder Hazard, ist der schlechteste Spieler im gesamten Team. Nice. Und hat aber 5 Kills, weil er sie sich noch ersnackt. Nice. Anstatt wirklich was zu... Das war kein Nice Try. Anstatt sich irgendwas... Das ist vielleicht auf Silber ein Nice Try. Aber er hat nichts gemacht aus der Runde, gar nichts. Also ich habe einen Ultra-Low geschossen, der Kollege hat auch einen Low angesagt. Und der andere hat dem dritten noch 28, was war's? 28 Damage gegeben. Das heißt, wir sind eigentlich... Er hätte es machen können. Er hätte es schon auf jeden Fall machen können. Aber naja. Jetzt müssen wir uns nur noch diese Kaufrunde Lucky reindrücken. Und schon sind wir echt ein bisschen gedödelt. Also dann steht es 4-0, wir müssen wieder Econ. Es ist nur einer auf B. Was ist das für eine fantastische Aufstellung hier? Hi, Gabi. Incoming. Thanks. Ja, und die auf Mitte lassen sich beide wegholen von der AWP, wie behindert, bitte. One edge. Okay. I'm gonna watch apps. Ich hasse es, Gott. Und ich habe in letzter Zeit nur noch solche Spiele, wirklich nur noch die Spiele, wo ich, ihr habt es ja auch in den Videos gesehen, eigenleistungstechnisch oder auch in den Streams, von der Leistung her wirklich gut bin. Aber es klappt nicht. Also entweder, weil wir nicht richtig zusammenarbeiten, ich will nicht sagen, dass das Team dann schlecht ist, aber entweder ist keine Zusammenarbeit da, weil wir die versemmeln, alle zusammen, oder hinzukommt, ist da noch jemand dabei, der es halt einfach nicht so drauf hat. Und jetzt haben wir einen Full-Buy total versaut, weil sich zwei Leute einfach von der AWP haben wegholen lassen. One ist in Jungle. Er flasht mich auch noch, dieses Arschloch. Ich muss jetzt schnell da vorne hin, schnell. Die dürfen nicht zuerst da vorne stehen. Ja. Fuck! Plant an A. Plant. Die wissen, dass ich hier bin. Einer kommt gleich von hinten bestimmt. Krass, was? He's low HP. 6 HP left. Oh Gott, das Pech zieht sich durch. Ach, du Scheiße. Erstmal einen Schluck trinken, du auf den Schreck. Okay. Und Hazard Kurenbock steht ganz oben. Der Lowbob des Todes. Was machen wir jetzt? Pistol Force. Gehen sie jetzt richtig? 2B, keiner geht Mitte. Orange. Oh Gott. Orange, go B, please. Orange, go B, please. Ich weiß nicht, ich meine, wir sind jetzt nur noch auf Doppel-AK, klar, das geht schon immer weiter Richtung Retard, Elo, aber das kann doch nicht wahr sein, bitte. Wie kann man nur so scheiße sein? Hopp, das ist doch nicht so viel verlangt, dass man sich mittelprächtig gescheit aufstellt und callt und so weiter. Komm, wir haben keinen Mitte. Keiner ist auf Mitte. Ja, fick dich, du dreckiger Bastard, ey. Oh Gott. Yellow, don't go me. Ich bin nicht so behindert wie du und lass mich wegholen von der AWP, du dummer Bock. Was für ein dreckiger Bastard, oder? He's low HP in Jungle. Half HP. He's coming green. Dieses Team. Oh Gott! One shot. Don't go mit. Weißt du, beide Vollidioten, hirngefickte Vollidioten, lassen sich in der ersten Runde, in der dritten Runde auf Mitte beide holen. Und dann heißt, es soll keiner mehr Mitte gehen, weil die sind so schlimm mit AWPs. Nice. Ja, Hazard holt sie wieder. Dieses dreckige Stück Scheiße. Nice. Das ist nicht nice! Okay. Wir hoffen jetzt einfach drauf, dass Blau irgendwie rechtzeitig jetzt entweder hier reingeht, bevor sie in Jungle stellen. Ja, da sind sie schon drin. Oder halt wartet und verreckt, so wie er es gemacht hat. Das ist eben ein Tier. Und jetzt passt auf, Hazard saved jetzt die AWP, was auch irgendwie sinnvoll ist. Er macht damit jetzt sicherlich noch mindestens einen Frag. Hat also schon 7 Kills. Und das ist das, was ich angesprochen habe. Er glaubt, er ist der Beste, dabei ist er der Schlechteste in unserer Lobby hier, oder zumindest in unserem Team. Guckt euch das an. Und er bildet sich vielleicht was auf seine 6-1-4 ein. Und er ist auch derjenige, der schuld ist, dass wir die erste Runde und wahrscheinlich das gesamte Spiel verloren haben. Hart, aber fair. I have all on the apps.
Ja, Dumbatz, dann geht halt wieder keiner mit. Ja, genau, go mit. Bitte. Guck mal, Orange geht schon wieder mit hier auf A. Ich meine, gut, wir sind jetzt auch nur zu zweit, aber es ist einfach. Es ist einfach scheiße. Es ist einfach shitty bang bang. Okay. Nice, just wait a little bit. Okay, Herr, das war wirklich gut. Das ist jetzt auch eine gute Situation, in der man die Kills auf jeden Fall positiv machen kann. Es trampelt da rum wie ein Nilpferd. Wir sollten einfach warten. Er wird voll übermütig. Läuft gegen die Wand, habt ihr das gesehen? Läuft gegen die Wand und guckt so, eine Wand, okay. Oh. Er ist von Silber direkt einen Uprank bekommen auf Doppel-AK und meint jetzt hier rumpimmeln zu müssen. Scheiß die Wand an. Jetzt geht er. Guck mal, jetzt geht er. Ich stehe jetzt alleine hier. Es könnte mich von da oben einer rushen. Es könnte einer hier bei Tetris kommen. Need help on A? Is bomb B? Okay, let's go B. I'm gonna stay A for a second. B, what the fuck? Let's go, guys! Easy peasy. Nice. waren nicht alle auf B? waren auch jetzt mindestens zwei Leute von uns close auf B und ein dritter in der Nähe und der eine T schafft es noch, die Bombe zu legen. Was ja nicht schlimm ist, aber... ja, wir haben jetzt diese eine Runde geholt und müssten am... Also ich hätte am liebsten hier ein 10-5. Ich finde immer noch, dass es eher eine City-Map ist. Deswegen ist es echt gravierend, dass wir hier 5-1 gerade spielen. Oder verlieren im Moment. Aber naja, auch schlechte Spiele, das wisst ihr, müssen sein, um die guten genießen zu können. Should I take mid again? Yeah, please. Okay, I'll take mid from Connector. Ja, okay. Von Connector? Naja, okay. Soll mir recht sein, Pimmelnasensalat. Ich hab kurz die Waffe, die Nate nicht bekommen. Ich wollte eigentlich direkt die Nate schmeißen und nicht erst eine scheiß Molly in der Hand haben. So, Orange, du gehst jetzt nicht rein, das Zeig. Guck mal, was für ein. Guck ihn dir an, was für ein verdreckter Silbernoob das ist. Das ist doch unglaublich, oder? Oh, nein. Das darf nicht wahr sein. One T-Stairs. I'm coming. Der muss echt direkt einen Uprank von Silber 1 hierher bekommen haben, nachdem er dann von seinen Eltern vergewaltigt wurde. One Palace. Okay. Geil, ich krieg halt nichts hin, weil ich natürlich komplett genadet bin. Scheiße. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ich kann es gerade nicht fassen, dass ich schon wieder... Ich glaube, ich hab bald den Downrank, ne? Wegen solchen Leuten rank ich immer weiter runter. Immer weiter. Immerhin macht er eine schöne Sache. Guck mal, Singen ist auch ganz gut am Start, oder? Nicht wirklich. Please help team, what the fuck. Schreibt er! Der mich alleine da unten stehen lässt und dann nicht auf den Spot geht oder sowas, ne, um eben Stairs zu gucken. Also wenn ich da unten stehe, muss einer Stairs oder Palace gucken. Er schreibt, please help team. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die tatsächlich, die sich hoffen, ich hoffe, er pflanzt sich nicht weiter fort. Ich hoffe es wirklich ganz sehr, ganz heftig, dass er irgendwie einen verhängnisvollen Unfall hat und nicht mehr die Möglichkeit hat, dieses Erbgut weiterzugeben. Orange, Purple Rush, bitte. Okay, okay. Nice, sehr gut. Ah, scheiße. Ach, Orange ist gestorben. Dreckiger Hundebock und er sagt wieder nichts. Mein Auge zittert schon, ne? Vor Wut. One Palace. Maybe one T-Stairs. Stirb doch, du Bastard! Hab auch gerade no aim, fuck aim. Egal, er ist ultra low. Scheiße! Aber warum sagt Orange nicht an? Warum sagt er? Ich dachte, er ist Purple, wer gestorben hat. Hast du gesehen, wie ich nachrücken wollte? Jetzt ist Purple gestorben. Von Powers. Ja. Ich weiß nicht, welcher jetzt gerade gesteppt ist, ob das der da rechts war. Meet, one up. Okay. Von Powers, Powers. Shit. Ich check Powers. Almost still Palace. Maybe they're rotating to B. Und jetzt, yeah, und jetzt ist auch wieder, obwohl ich Mitte bin, der andere auf A, schiebt unser B-Spieler auf A. Obwohl man doch easy peasy, wenn jetzt die Bombe nicht irgendwo safe auf dem Spot ist, schön stehen bleibt, oder? Ich hasse es, mit so einem Team spielen zu müssen. Ah, der ist da hinten. T-Stairs, what bomb? He's still T-Stairs. He got no time to rotate. Ich hole jetzt halt mal die AWP, bevor der eine sich die Kugel gibt. Wir brauchen ja die AWP auf Mitte. Ich gehe trotzdem mal. Oh my god, he's hit 86. That no time, that no time.
Ja. I can go mid if you want, I've got up. Yeah. Okay, I go mid then. Mal gucken, hoffentlich komme ich rechtzeitig rein. Bitte, 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 bitte. Hm. That's a negative, Deja. Wir können. Ah, ne, er hat selbst nichts. Okay. So. Danke. Oh, Orange, Orange, du dreckiges Stück Scheiße! Es ist schon wieder der Silber, nein! Der mich blockt. Wegen ihm habe ich den dreckigen Kill nicht bekommen. Ich hasse ihn. Wie kann man nur so scheiße sein? Ah! Ich habe noch nie so viel Wut auf den Spieler gehabt. Das ist unglaublich, ey. Guckt euch dieses Stück Scheiße an. Jetzt habe ich 4 AP. Es fehlt eine einzige Nate und ich bin down. Eigentlich Ace mit AWP auf Mitte. Aber Orange ist da. Ich habe 4 AP und habe keinen Kill gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Ja, one is short. Low mid one. Warum muss er sich jetzt dazu entscheiden, zu mir auf Mitte zu kommen? Dieses räudige, abgewichste Stück Scheiße. Ich muss ihn jetzt einfach verfolgen. Ich muss wissen, wo er wohnt. Und vielleicht kann ich ihn daran hindern, sich fortzupflanzen. Kanada. Was? Das ist ein Kanadier, laber nicht. Kanadier sind eigentlich die besten Menschen der Welt. Das glaube ich nicht. Das muss ein Hurensohn sein. Also, da kann ich, das ist eine Lüge. Er hat sich Kanada eingestellt, damit man glaubt, er ist Kanadier. Aber dabei kommt er aus, was weiß ich. Aber Kanada kann es nicht sein, verdammte Scheiße. Dann wäre er der netteste Mensch der Welt und hätte mich nicht so dreckig da rumgeblockt. Wenn jemand eine AWP hat, hier auf dieser Map, und sagt, er geht Mitte, dann geht man nicht vor mit einer verflickten P90. Guckt ihn euch an! Guck mal, er hat 9 Kills. Der Lowbob des Todes hat 9 Kills. Was ist das hier für eine, wo kommt das her? Können wir gucken mal kurz. Jetzt haben wir es gleich. Dieses dreckige Stück Scheiße. Fuck, es wird nicht erkannt. Ist das Französisch oder was? Oder ist es Russisch? Gestik. Russisch oder sowas? Keine Ahnung. Oh Gott. Roger that! Okay. Und er callt halt noch nicht mal dieses Stück Scheiße, dieses dreckige. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir das trotzdem. Und jetzt ist auch noch AFK. Ne, da kommt er. Dass wir trotzdem irgendwie. Vor allem, dass ich irgendwie wieder runterkomme. Mit so einem Hass kann ich nicht spielen. Aber vor allem halt auch mit so einem Mate. Ich meine, er hindert mich aktiv daran, irgendwas zu machen. Er hat echt eine M4 gekauft. Dummbatz. Mates, wo bist du hin? Blau. To Tetris. Hä, Blau war doch gerade eben in Ding gestanden. One is half HP, ey. Das ist einfach dann auch zusätzliches Pech des Todes. Also geht gar nichts. Connector One. Nice. So, mal gucken, was Hazard macht. Dieser kleine, räudige Hurensohn. Ich will sehen, wie er sich noch ein paar Kills snackt. Nee, er ist ja Silber. Er kann sich ja keine Kills snacken. Er guckt lieber auf den Boden, bevor er verreckt. Gott! Ich weiß schon, wie der Titel dieses Spiels ist. Rage Game Over 9000. Und ich mache ungefähr so. Oder so, keine Ahnung. Ich gucke ganz böse dann in die Kamera. Das ist nicht böse. Weiß ich nicht. Irgendwie so. So werde ich es machen. Maybe Force. Blaues, Silber, nein. Geh dich bitte erhängen. Nicht grundsätzlich Silber, aber dieser Silber soll sich bitte erhängen. In was für einer kranken Lobby bin ich hier gelandet? Wie geht es? Wie kann es sein? Die Stairs One. Und die Gegner sind aber nicht so, dass sie total behindert sind. Ja? Die Maiden nehmen mich jetzt gleich wieder weg. Vielleicht komme ich ja noch schnell. Entkommen! Ja, die drücken schön die Shots. Wollen und ich haben da letztens wieder drüber gesprochen. Wenn man diese Spiele hat, wo man wirklich die Retards des Jahrhunderts hat. Wirklich Leute, die scheinbar, ich weiß auch nicht, mehrfach angefahren wurden und sich dann trotzdem noch dazu entscheiden, Counter-Strike zu spielen. Und die Gegner haben natürlich die One-Flick-Shot-Meister Over 9000 am Start. Ja, Orange ist wieder irgendwo. Und kommt nach ein paar Jahren dann angelaufen. Na, und ihr wisst ja eigentlich, wenn. Guck mal, ich bin letzter. You going mid, Blue? Bye. Yeah, I go mid. Okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo ich hingehen soll mit dem Team. Ich würde. Should I go B maybe? Can I go B? Okay, who's on B with me? Okay, too much on B. Green, do you want to go A?
Okay, nice, thanks. Ich muss jetzt einfach rotieren und woanders hin. Ach Gott, ich bin mit Orange auf dem Spot! Warum ist Orange? Der abgewichste Hurensohn. Der geht immer dahin, wo ich bin. Ich weiß schon, wen. Shoulder Smoke. Ich brech echt doch zusammen mit dem, ne? Dieser eine? It's cool, ne? B ist clear. Wie kann mich nur ein Spieler, das ist an mir ein riesen Punkt, den ich unbedingt ändern muss. Ich bin alleine hier. Wo ist mein Mate? Ist der dumm? Where are they? Ist mein Mate jetzt wegrotiert? Ohne dass wir irgendwas wissen? Okay. Warum geht mein Mate weg? Ich muss mich hier dann auch verschieben, ne? Weil sonst kommt einer von Apartments und fickt mich. One is upper mid. Right side on mid. Ja, ich darf mich nicht so sehr über das Team und speziell über einen aufregen dürfen. Weil, ich meine, guck euch das an. Ihr wisst, wie ich eigentlich spiele, wenn ich gut spiele. Was ist das? So, was hat... Und er ist immer noch ganz oben. Ich hätte gern, dass Hazard am Ende ganz unten steht, am liebsten. Ja. Und ich ganz oben und wir einen Sieg noch einfahren, aber... Das wird nichts mehr. Das ist wirklich schlimm. Die haben die Bombe gelegt. Warum? Achso, ja klar, natürlich. Orange war ja bei mir. Der Hurensohn himself war bei mir am Start. Klar, dass der wegschiebt. Ich darf nicht dahin, wo Orange ist. Ich muss woanders hin. Komm schon. Artenführer. Geh ran. Der geht wenigstens ran. Nicht so wie Orange, der dann wegrennt. Wie so ein Stück Bastardkacke. Orange ist so eine Nachgeburt gewesen. Da ist jemand draufgetreten und er ist dann in so einen Ofen gerutscht und hat aber einen Stromschlag bekommen und dadurch hat er dann angefangen zu leben. So eine richtige Missgeburt, wirklich wortwörtlich eine Missgeburt und alle denken sich so, fuck, sollen wir den wegwerfen oder behalten? Und dann hat die Mutter halt aus Mutterliebe gesagt, komm, behalten wir das Stück Scheiße halt. Er war auch ganz, also sah aus wie Scheiße, sieht auch wahrscheinlich immer noch aus wie Scheiße. Weg von Orange, um Gottes Willen. Ach, die Runde gewinnen wir jetzt. Also die Runde spiele ich jetzt gescheit. Weil ich nicht bei Orange bin. Wehe, es klappt tatsächlich, dann... Flash on B. Nice, bomb down, oh nein. One is stepping in apartments. Nice, it's A. Incoming. Go fast. Halt doch die Gosh, mein Sohn. Wie soll ich denn verschieben mit AWP? I can't rotate. Connector steht da. Ah, he's Connector. Die haben die Bombe dort, ja, jetzt haben sie gelegt. Fuck. Ja, mit AWP, mit P90 ist halt ein bisschen retard gegen AWP. Trotzdem ging es. Aber erst nach der Flash natürlich, ne? Premium. Déjà-vu, komm schon, du machst das. Déjà-vu ist ein cooler Kerl, der sagt an. Auch der sich gerade minimal aufgelegt hat, ist auch cool. Eigentlich sind alle cool. Aber Orange. Geht mir nicht rein. Geht mir wirklich nicht rein. Und das sind dann immer noch so mittelknappe Dinge oder manchmal mittelknappe Geschichten. Nicht so, dass sie uns irgendwie zu fünft alle klatschen und wir sind weg und die leben alle. Jetzt waren sie noch im Timeout, um Gottes Willen. Okay. Nee. Don't laugh. Das ist vollste Runde. Gell? Leute, ihr müsst zählen. Ein wenig zählen sollte man können. Ja, guck mal, was er schreibt. Das ist doch, oder? Ist das nett? Also es ist auf jeden Fall nicht kanadisch. Die schreiben nämlich Englisch bzw. Französisch oder diese kanadische Sprache halt, was sie da... So ein Mischmasch. Aber Französisch oder Englisch und nicht behindert. Sie schreiben nicht auf behindert. Nein. Ah, scheiße. Ist das so klar, oder? Guck ihn dir an, guck, wie er da steht. Der kleine Silver 1 Bock. Who's mit? Ich... I would say we should rush maybe with pistols. Yeah, me too. Okay, let's rush A. T-stairs. No mid, rush mid. Are you sure? Okay. Yeah. Go. Okay. Yeah. Mitte rush. Ich sage, dass wir noch nicht mal alle aus dem Fenster rauskommen und dann ist da schon eine AWP. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen blocken. Also wahrscheinlich auch ungewollt. Ich meine, wir sind halt hier hintereinander. Und jetzt wird einer, wahrscheinlich ich, das Glück haben, doch nicht, den AWP-Shot zu bekommen. Nice. Okay. Ich wollte jetzt auf B gehen, beziehungsweise wieder zurückgehen. Go. Gut, der eine hat eine AK. I see Palace. Okay.
Nice. Nice. I go down there. Go Palace one. Go on Palace, please. Palace VP. Da ist noch einer. One still T-Stairs. Und ich hab dann halt die Hurensöhne, die einen direkt klatschen, ne? Ja, fucking Timing. Der eine ist vielleicht weg. Möglicherweise haben wir auch noch irgendwie eine Chance, aber das wird dann das längste Video, das ich jemals hochgeladen habe, weil die Aufnahme jetzt schon bei 25 Minuten steht. Das ist der Nachteil bei den ungeschnittenen Dingern, dass sie ewig lang werden. Und dann ist es halt noch sowas. Also ich habe mir halt immer gesagt, wenn es ein schlechtes Spiel ist, mache ich nicht ungeschnitten. Aber es ist gerade so ein besonderes Spiel mit dem Hurensohn aka Orange, aka, keine Ahnung, behindertes, dreckiges Affenkind. Und deswegen muss ich das doch irgendwie lassen, weil es, denke ich, eine lustige Sache ist. Für euch. T-Stairs, Steps. Ich denke, dass die Teams ziemlich krass durchmischt sind und er wirklich ein Silber oder sowas ist oder irgendwas annäherndes an Silber dran. Und die Gegner wahrscheinlich auch einen dabei haben, der ziemlich gut ist und eben auch nochmal ein paar schlechtere, damit die Teams so passen. Guck mal, jetzt zur letzten Runde hin und zur vorletzten Runde hin haben wir irgendwie die Dinge in der Hand, den Vorteil. Bei sowas könnte ich wirklich brechen. Okay, Palace ist keiner. Alles klar. Naja, keine Granate. Ich sehe kommen, dass er hier gleich hochkommt und mich umnatzt. Take me on the way. Ich habe halt dann oft diese Runden, diese Situation, wo ich eben nicht, so wie es eigentlich sein sollte, als CT meinen Vorteil habe, weil ich an meiner Posi stehe. Sondern, weil ich in solche Situationen komme, wo er Underground sagt, wenn ich step und der mich dann hört und ich ihn nicht hören kann und dann verliere. Eigentlich holt man als CT die Runden ja so, dass man auf seinen Posis steht, also 2A, einer Mitte, 2B hier zum Beispiel, und dann eben die ersten 2-3 Kills schon safe von seinen Positionen aus macht oder mit Hilfe der Position. Und dann kommen diese Fights, in denen man praktisch aktiv entscheidet oder die variabel von der Schwierigkeit her sind. Also man sagt ja immer, wenn man in eine Situation geht, dann sollte man natürlich schauen, dass es keine 50-50 Situation ist, so wie diese gerade eben. Die war noch nicht mal ganz 50-50, die hat mich ja steppen gehört. Nice. Sondern wenn man einen Gegner sieht, dann kennt ihr bestimmt gerade bei Profis diese Situation, wo sie dann nicht direkt schießen, sondern noch kurz abchecken, überlegen, gucken, was sonst noch so ist. Dass man sich den Vorteil verschafft, dass es nämlich eine 70-30 Situation ist zum Beispiel. Und ja, wenn wir als CT eben campen und die Tees erwarten, haben wir schon diese 50-plus-Situation, weil wir wissen, dass sie gleich kommen. Okay. Und eben diesen Vorteil eigentlich haben, aber man kann ihn nicht nutzen. Es geht nicht. Es geht, wenn man keine Posi hat, weil alle irgendwie rumlaufen und man dann noch jemanden hat, der einen in der AWP-Runde blockt, dann ist es schwierig, diese Positionsvorteile zu nutzen. Das ist halt fucking Cancer. Dann krieg ich diesen Headshot des Todes reingedrückt. Sehr schön. Das ist natürlich höchst erfreulich. Ja, das war's auch schon. So, Hazard ist jemand, der ungern nachlädt, sondern lieber messert. So ein richtiger Dreckbock. What the fuck? Ja, jetzt wird er von hinten gesnackt und von vorne. 13-3. Okay, we got buttfuck. Ja. Das ist wirklich höchst. We got buttfuck. Das stimmt vollkommen. Let's go, ey. Ja, Foss. I'm going mid with scout. Okay. Also, es muss jetzt was passieren. Ich muss natürlich auch selbst, ich kann nicht, also ich habe zumindest 20% auch Schuld an der ganzen Scheiße hier, weil ich überhaupt kein Feuergefecht hinbekomme. Aber halt auch aus dem Grund, weil ich nicht den Vorteil nutzen kann, den man eigentlich hat oder hatte als CT eben. Jetzt sind wir ja bei T, jetzt ist der Vorteil komplett weg. Jetzt ist unser Vorteil in der Masse, irgendwo drauf zu kommen, beziehungsweise unerwartet durch Verzögerung irgendwo drauf zu pushen. Das sind die Vorteile, die wir jetzt nutzen könnten. Die wir jetzt hoffentlich auch irgendwie nutzen. One is short. I got short. Side. Two side eight, one short. Is short. Es ist short weg. Jetzt ist short weggegangen, dieses dreckige Arschloch. One still A, one short maybe. Das Spiel ist einfach Cancer. Ich könnte jetzt echt den Downrank haben nach dem Spiel. Hazard! Macht so einen Schuss! Er hat sich doch maximal erschreckt. Lächerlich. Vorhin sein Aim die ganze Zeit in alle Richtungen. Und den da oben hört er nicht. Das ist so ein dummes Arschloch, Alter. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn! Oh, shit, Mann. Was machen wir jetzt? 14-3. Ich habe 11 Punkte. Ich habe noch nie so wenig Punkte gehabt in der Matchmaking. Noch nie.
Go all A, I'll go B. Noch nie! Go A, please. Doch, ich hatte einmal 0 Kills. Irgendwann hatte ich mal den Spaß, 0 Kills zu haben. Okay. Das war fucking fantastic. Oder am Schluss, ne, ich hatte das ganze Spiel über keine Kills. Ich hatte irgendwie einen hakligen Start und bin rausgeflogen und kam dann später wieder, also kam dann rein und das war mit Mates komplett und irgendwann haben sie dann so angefangen von wegen, ja komm, du kriegst noch einen und das ist so ärgerlich, wisst ihr, ich war Lem, verdammte Scheiße. Und bin auf Doppel AK und spiel wie ein dreckiges Stück Affenkacke. Komm seit Jahrzehnten nicht mehr auf LE. Zeit. Okay. Die Telepon, big guys. Zeit. Von B, please. Left the yellow. Yeah. Wo, hä? Sind die gerade eben gleichzeitig beide gestorben? Ich weiß nicht, ob die jetzt auf dem Weg zu mir gestorben sind, dann ist es nicht schlimm, aber wenn sie irgendwo sonst verreckt sind, diese Bastarde, dann ist es nicht verzeihbar. Es ist einfach nicht verzeihbar. Es ist unglaublich, was für ein verschissenes Affenspiel. Aber bitte diesmal alle. Ja, let's go all together. Yeah. Ja, nichts da, yeah. Ich glaube, du warst auch gerade eben woanders, mein Sohn. Hm. Shift will er jetzt. Er will hier echt shiften. Window. Let's go B. Fast. Yeah, coming B. I'm gonna plant, cover me please. Er sagt, Blau sagt no. Er legt die Bombe in, no. I'm coming up. Is he fucking Darn or what? Dude, is he Darn? I think he's Darn. What the fuck? Behind one you, more, orange. One. Oh my god. Hab das gehört? Oh my god. Get one on spot. Oh. He's Bench. Ja, also er hat mich halt einfach pre-gefeiert. Ich habe diese Situation und habt ihr die 13 Kills von Orange mitbekommen, was er so für Situationen hat? Es hat wirklich höchst viel Spaß gemacht. Immerhin ist es schön kurz gewesen, das Spiel. Optimal eigentlich für ein komplettes Dingens, Matchmaking, weil es schön kurz war. Ich bedanke mich hier direkt fürs Zuschauen. Schreibt gerne mal, was Orange für ein Mensch ist. Also beschreibt ihn, zu wie viel Prozent Abfall besteht er? Das könnt ihr sehen, könnt ihr auch das Profil sehen? Ne. Zu wie viel Prozent Abfall besteht er? Darf er leben eigentlich oder sollte er eigentlich direkt sterben? Schreibt es in die Kommentare. Ciao.